Wörlitzer Eisenbahn nimmt Fahrt auf. Am Osterwochenende ist die Dessau-Wörlitzer Eisenbahn in die neue Saison gestartet. Am Karfreitag nahmen Fürst Franz und Fürstin Luise wieder Fahrt auf und transportierten die Gäste ins Gartenreich. Bis zum 7. Oktober fährt die Bahn jeden Mittwoch, Samstag und Sonntag. Auch 117 Jahre nach der Erstbenutzung der Eisenbahnstrecke zwischen Dessau und Wörlitz hat diese nicht an Charme verloren. Nein, seit der Übernahme durch die Dessauer Verkehrs GmbH wird diese 19 Kilometer lange Eisenbahnlinie wieder regelmäßig befahren. Sogar eigens dafür ausgebildete Triebwagenführer leistet sich das Unternehmen. Den genauen Fahrplan findet man im Internet unter dwe-web.de.